Donald Trumps Ex-Frau Ivana Trump, 73, wurde am Mittag des 14. Juli tot in ihrem New Yorker Zuhause gefunden. Zunächst hieß es, die 73-Jährige habe unter Herzproblemen gelitten und selbst den Notruf gewählt. Wie Daily Mail am 15. Juli unter Berufung auf Einsatzkräfte schreibt, hat sich diese Meldung nicht bestätigt. Ivana Trump soll in ihrem Townhouse die Treppe hinuntergestürzt sein. Als sie nicht zu ihrem Friseurtermin erschien, wurde ein sogenannter Wellness-Check durchgeführt. Die Polizei fand die Unternehmerin leblos in ihrer Wohnung. Ivana Trump, Todesursache steht fest. Nachdem die Todesursache zunächst unklar war, verkündete die Polizei diese am Samstag. Ivana Trump starb an den Folgen eines Unfalls. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York der deutschen Presseagentur am Freitag, Ortszeit, mit. Bildergalerie. Ivana Trump Bilder einer schillernden Society Lady Bilder ansehen, ein Neuntel, Donald Trump nennt Ivana wunderbare, schöne und erstaunliche Frau. Donald Trump sagte am Abend des 14. Juli, ich bedauere es sehr, alle, die sie geliebt haben, darüber in Kenntnis setzen zu müssen, dass Ivana Trump in ihrer Wohnung in New York gestorben ist. Sie war eine wunderbare, schöne und erstaunliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben geführt hat. Ihr Stolz und ihre Freude waren ihre drei Kinder Donald Junior, Ivanka und Erik. Sie war so stolz auf ihre Kinder und die waren stolz auf sie. Ruhe in Frieden, Ivana. Ivana Trump hinterlässt drei Kinder und 10 Enkelkinder. Ivana Trump wurde 1949 in der Tschechoslowakei geboren und machte schnell Karriere im Skisport und als Model. Um ein westliches Visum zu erhalten, heiratete sie 1971 den Österreicher Alfred Winkelmeier, die Ehe wurde 2 Jahre später geschieden. Im Jahr 1976 lernte sie an der New Yorker Upper East Side den amerikanischen Unternehmer Donald Trump kennen, den sie 1977 heiratete und mit ihm 3 Kinder bekam. Ende 1990 ging die Ehe nach zahlreichen Gerüchten um Donald Trumps Affären in die Brüche. Im Laufe des Scheidungsverfahrens hatte sie angegeben, 1989 von Trump vergewaltigt worden zu sein. Nachdem der Unternehmer zum US-Präsidenten gewählt wurde, nahm sie ihre Aussage 2018 offiziell zurück. Die beiden sollen ein freundschaftliches Verhältnis gehabt haben. Im
April 2008 heiratete sie ein italienisches Model, doch auch ihre dritte Ehe wurde bereits im Dezember desselben Jahres wieder geschieden. Ivana Trump galt als Schiller Indies Mitglied der New Yorker Society, zeigte sich gerne bei Wohltätigkeitsveranstaltungen und schrieb mehrere Bücher, unter anderem den Ratgeber Das Beste kommt noch, Scheidung bewältigen und das Leben wieder genießen. Jetzt wurde sie tot ihrer New Yorker Wohnung gefunden und hinterlässt neben ihren drei Kindern auch 10 Enkelkinder.